Achtung! Bei diesem Video handelt es sich nicht um den Versuch, Carpenters Leben und Karriere vollständig wiederzukauen. Es ist vielmehr eine Kurzbio. Viel Spaß! John Carpenter. Es gibt wohl kaum einen anderen Regisseur, der mich in meinen Sehgewohnheiten und mein Verständnis für Film und Filmschaffende mehr geprägt hat. Sicher wäre dann noch der pragmatische Wahnsinn eines Sam Raimi zu nennen oder Peter Jacksons Gore-Eskapaden der frühen Jahre, aber Carpenter war für mich immer das Komplettpaket. Groovy. Ein Mann, der Film verstanden hat. In allen Facetten. Ein Autor, ein Dirigent, ein Komponist des Schreckens. Grund genug also für mich, einen kleinen ehrfürchtigen Blick auf die Karriere des kettenrauchenden Meisters des Horror zu werfen und Revue passieren zu lassen, was ihn zur wahren Größe in den ewigen Olymp der Filmkunst erhob. Mama don't like tattletales. Wearing sunglasses. Geboren wird Carpenter am 16. Januar 1948 im Bundesstaat New York und verbringt später eine eher ländlich geprägte Kindheit im Bible Belt, Kentucky. Die Provinz beeinflusst die Weltanschauung des zugezogenen Yankees schon früh. Er ist gesellschaftlich gesehen ein Außenseiter und es sind genau diese, die in seinen späteren Filmen die Hauptrollen übernehmen werden. Zu seinen Lieblingsregisseuren zählt Howard Hawks. Seine Eltern sind begeisterte Musiker, er ist Elvis-Fan. Und irgendwann bekommt der heranwachsende Filmenthusiast eine Kamera in die Hand, mit der er erste Amateurfilmprojekte umsetzt. Erste Gehversuche entflammen eine Filmleidenschaft, die trotz der in die Wiege gelegten musikalischen Begabung Carpenters dazu führt, dass er nicht in die Fußstapfen seiner Eltern treten möchte. Wirklich ernst wird es dann, als er sein Filmstudium an der University of Southern California antritt. Die Uni gilt ihrerzeit als die beste ihres Fachs. Und der wissbegierige Carpenter saugt fortan alles auf, was es zum Filmemachen braucht. Er bekommt Einblick in jede Facette der Produktion von Drehbuch bis Endschnitt, wird zum Allround-Talent und fällt schnell auf. Bereits mit dem ersten Kurzfilmprojekt ist er an einer Sensation beteiligt. So erhält The Resurrection of Bronco Billy als erster Studentenfilm überhaupt einen Academy Award. Beflügelt vom Erfolg will Carpenter auch weiterhin große Brötchen backen und setzt unter anderem mit Dan O'Bannon, der später das Skript zu Alien verfassen wird, einen Science-Fiction-Film namens Darkstar um. Ohne Budget und noch grün hinter den Ohren gelingt ihnen 1974 zwar ein teilweise Kino-Release, aber bis auf einen kleinen Achtungserfolg bleibt die Resonanz eher aus. Astronauten, die gegen angemalte Gummibälle kämpfen, waren dem Publikum wohl schon damals ein wenig zu albern. Dennoch, in der eigenen Zunft wird der Aufwand anerkannt und dank des cleveren Klamauks in Anlehnung an Kubricks Odyssee wird Darkstar schleichend zum Insider-Tipp in der Welt des neu aufkommenden Home-Videomarktes. Warum geht das doch überhaupt nicht? Wenn Zusammenhänge logisch sind, dann sind die das unabhängig von ihrem Ursprung. Wenn du also detonierst... In 9 Sekunden. Könntest du das auf der Grundlage falscher Daten tun? Ich habe keinen Beweis dafür, dass es falsche Daten waren. Du hast keinen Beweis dafür, dass es richtige Daten waren! Ich muss weiter darüber nachdenken. Carpenters nächster Kinofilm Assault Anschlag bei Nacht folgte 1976 und kostete mit rund $150.000 schon das Doppelte eines Darkstar. In diesem modernen Western, ein Genre, das er nie direkt bediente, geht es primär um die Belagerung einer Polizeistation, in welcher sich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten verschanzen. Es gibt einen Outlaw, das Thema der Isolation und erstmals rebellische Töne Carpenters zu hören, der in der Uni nicht nur durch Film sozialisiert, sondern auch durch Politikverdruss und Misstrauen in die eigene Regierung geprägt wurde. It's terror in the night. It's the most shattering assault on a police station in history. Assault on Precinct 13. This is the siege. It's a goddamn siege. Assault wird auch an der Kasse erfolgreich, trifft die gegenwärtigen Ängste des Publikums und porträtiert Carpenters Nihilismus zynisch trocken. Das Ende, wie er hierzulande hieß, ließ trotz der simplen Purge-Thematik tief in die cineastische Zukunft des Regisseurs blicken. Er hatte der Gesellschaft etwas mitzuteilen und formulierte Angst, Paranoia sowie die daraus entstehende Wut in den nun folgenden Werken zunehmend präziser. Ein Abend im Herbst. In einer kleinen amerikanischen Stadt. Halloween, die Nacht des Grauens. 1987 kam es da zum weltweiten Durchbruch. In Halloween, die Nacht des Grauens, lässt John seinen Killer auf die Kleinstadt los. Anfänglich sieht es nach einem weiteren Kritikerflop aus, doch schnell wird das Potenzial des heutigen Urvaters des Slasher-Genres erkannt.
auch vom Publikum. Halloween wird quasi über Nacht zum Mega-Kassenschlager. Bei Produktionskosten um die $325.000 generiert der Film weltweit ca. $47 Millionen Einnahmen. Seither prangert Carpenters Name wie ein Gütesiegel über seinen Film. Er selbst bekommt allerdings nur $10.000 für Drehbuch, Regie und Score überwiesen, ist aber am Gewinn beteiligt. Jamie Lee Curtis wird zur Scream Queen, Michael Myers zur Kultfigur und das trotz weiß angemalter William Shatner-Maske. Um die Kosten zu senken, schreibt Carpenter auch diesmal den Soundtrack selbst und spielt ihn ein. War seine musikalische Begabung bisher bestenfalls produzentenfreundlich, so ist Carpenter nach dem Halloween-Thema als Komponist aus seinen Filmen nicht mehr wegzudenken. Seine Synthi-Sounds und E-Gitarren-Riffs sollen auch den Klangteppich zukünftiger Filme bilden. No pun intended. Es folgen Sequels, ein Spin-off und Remakes, an denen er weitestgehend nicht beteiligt ist. Auf die Frage, was er von Remakes seiner Werke hält, antwortet er später trocken: Es gibt für ihn zwei Arten von Neuinterpretation, die, für die er einen Scheck bekommt und die, die ihn nicht interessieren. Für Jamie Lee Curtis sieht die Auftragslage nach Halloween zunächst weniger rosig aus. Erst ihre Rolle in Carpenters The Fog im Jahr 1980 lässt ihre Karriere durchstarten. John, der nicht gerade als kontaktfreudig gilt, greift gerne auf Mitarbeiter zurück, mit denen er gute Erfahrungen gesammelt hat. Darunter fallen beispielsweise Kurt Russell, Ex-Freundin und Autorin Deborah Hill, Donald Pleasence und Co. In The Fog sehen wir zudem auch seine Frau Andrine Bardot vor der Kamera. Später heiratet er Sandy King, die sehr viele Filme für ihn produziert. John Carpenter's The Fog. Der Film selbst wirkt fast wie eine Rückbesinnung auf alte Geistergeschichten der goldenen Ära des Horrorfilms, greift in seinem Subtext allerdings die fundamentale Grundschuld der Vereinigten Staaten auf. So geht es um eine Stadt, die ihren Wohlstand einem Verbrechen zu verdanken hat, welches man nur allzu gerne in der Geschichtsschreibung unerwähnt lässt. Ein Schelm, wem hier der Genozid an den Ureinwohnern Amerikas in den Sinn kommt. Nach The Fog, der ebenfalls erfolgreich an den Kinokassen startet, folgt der TV-Film Elvis, in dem Carpenter seinem Kindheitsidol huldigt. Und 1981 die Klapperschlange Flucht aus New York. Eine dystopische Zukunftsvision, in welcher New York zu einem riesigen Gefängnis umfunktioniert wurde. Das Edel-Trash-Action-Fest schlägt ebenfalls an der Kinokasse ein. John wird zum Goldesel Hollywoods und darf sich fortan die Projekte nach eigenem Gutdünken erwählen. Er entscheidet sich für die Verfilmung der Kurzgeschichte Who Goes There, die bereits von seinem Vorbild Howard Hawks in Das Ding aus einer anderen Welt verfilmt wurde. Mit Kurt Russell in der Hauptrolle erreicht Carpenter mit The Thing 1982 den absoluten Zenit seiner Schaffenskraft. Dieses Mal ist es nicht nur das Böse von außen, das seine Gruppe isoliert, kein Nebel, kein Killer, nein, das Misstrauen wächst von innen, denn jeder könnte in Das Ding sein. Carpenter addiert die intrinsische Angst zur Xenophoben hinzu und garniert seinen Film mit den besten praktischen bzw. animatronischen Effekten ihrer Zeit. Effekte, die über weite Strecken bis heute unerreicht bleiben. Am Ende tötet John alle Beteiligten mit Ausblick auf Weltuntergang. Der Film wird ein finanzielles Debakel. Die Zuschauer sehen lieber E.T., der nach Hause will. Kritiker erkennen kein Potenzial, nur eine stumpfe Gewaltorgie. Carpenter ist seiner Zeit zu weit vorausgeeilt. Nicht zum letzten Mal. Heute ist The Thing bekanntlich einer der wichtigsten Vertreter des Sci-Fi-Horror-Genres. Nichts Geringeres als ein Meilenstein. Zur Strafe bekommt der in Ungnade gefallene Regisseur anschließend nicht die besten Skripte in die Hand, rehabilitiert sich aber schnell mit Christine, einer King-Verfilmung, im Jahre 1983. Der Film handelt von einem mordlüsternen Auto und gehört zu den Projekten, die gefallene Regisseure bekommen, um sie endgültig in den Dreck zu stampfen. Später gibt Carpenter dazu, dass er selber darüber überrascht war, wie gut Christine letztlich geworden ist. Er und King sind bis heute befreundet. Für Starman übernahm er dann ausschließlich die Regie für eine Romanze, die 1984 sowohl Kritiker als auch Publikum überzeugte. John bewies, dass er zu mehr imstande war als Horror und Gewalt, kämpfte sich aus dem Tal auf Hollywoods Gipfel zurück und verschwendete keine weitere Zeit mit Auftragsarbeiten. Bereits 1986 bog er mit dem nächsten Kinoflop um die Ecke. Mit Big Trouble in Little China verfasst Carpenter einen Liebesbrief an den Adventure Flick, ein Film, den wir heute als 80er Retro-Film bezeichnen würden, nur eben im Hinblick auf die Tatsache, dass er in den 80ern entstanden ist. Eine Hommage an eine noch nicht vergangene Zeit.
Er redete weitestgehend am Publikum vorbei. Wie schon bei The Thing wird es auch bei Big Trouble in Little China Jahre brauchen, bis er verstanden und respektiert wird. 1987 und 88 wendet sich Carpenter wieder dem Horror zu, ein Genre, mit dem er den Ansprüchen seines Publikums gerecht zu werden scheint. In Prince of Darkness verarbeitet er das Purge-Thema erneut, aber auch das Thema Misstrauen spielt eine Rolle. Religion und Wissenschaft wird wie bei Lovecraft vermischt, neu gewichtet in vergessenes Wissen und falsche Interpretation. Doch seine große Lovecraft-Verehrung sollte noch bis in die 90er auf sich warten lassen. In They Live wagt sich Carpenter mit Wrestling-Superstar Roddy Piper in der Hauptrolle erneut ans Action-Genre. Auf Messers Schneide des Kalten Krieges sind es hier nicht die Russen, die den amerikanischen Traum unterwandern, sondern außerirdische Lebensformen. Firmenbosse und Großkonzerne werden von Carpenter zum neuen Feindbild ernannt und nur eine Brille lässt die Menschen wahrhaft sehen. Paranoia, Unzufriedenheit und Arbeitslosigkeit bestimmen den realen US-amerikanischen Alltag. Carpenters Lösung ist der Amoklauf des kleinen Mannes. Die Wahrheit muss er seinen Mitmenschen buchstäblich einprügeln. Der Film wird dabei radikal und zerstreut geschickt den Vorwurf, John sei Befürworter konservativer Werte. Sein Feindbild ist hier das Kapital, nicht die Hautfarbe. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Oh, shit. Die 90er starten dann 92 ebenfalls stark für den mittlerweile erfahrenen Regisseur. Mit Chevy Chase in der Hauptrolle macht das Publikum Jagd auf einen Unsichtbaren. Es bleiben vorwiegend ILMs Effekte im Kopf. Erst 1994 kehrt er mit Die Mächte des Wahnsinns in seine Paradedisziplin zurück. Sam Neill, Versicherungsdetektiv, möchte hier den Versuch des Versicherungsbetruges entlarven. Geplant und durchgeführt von einem Verlag, der die Verkaufszahlen eines Buchs in die Höhe treiben will, indem sie den Autor, der vampirisch an King erinnert, als vermisst melden. Im Verlauf des Films, der als Rückblick erzählt wird und mehrfach die vierte Wand durchbricht, wird klar, dass die Bücher des Schriftstellers die Realität verändern und die Apokalypse einleiten. Carpenters Spiel mit der Metaebene floppt an der Kasse. Die Mächte des Wahnsinns, eine der besten H.P. Lovecraft-Verfilmungen ohne eine H.P. Lovecraft-Vorlage zu nutzen, sollte der letzte missverstandene Geniestreich des Regisseurs werden. Wes Craven hat im selben Jahr mit Freddy's New Nightmare und ähnlichem Meta-Humor mehr Glück. Mit Scream rebootet er 96 sogar erfolgreich das Slasher-Genre, das Carpenter knapp 20 Jahre vorher erfunden hat. John hingegen scheint fortan nicht mehr derselbe zu sein. Es folgen mäßige Filme wie Das Dorf der Verdammten und Vampires und mit Flucht aus L.A. sowie Ghost of Mars sogar einige der miesesten Filme, die je über die Leinwand flimmerten. 2010 nimmt der Meister des Horrors dann seinen Hut und verabschiedet sich mit The Ward aus dem Regiestuhl. John Carpenter, an schlechten Tagen für den Academy Award nominiert, an guten nicht verstanden. Er hinterlässt uns eine Filmografie, die Hollywood veränderte. Und irgendwie tat er das wie seine Helden, als jemand, der nie ins Studiosystem passte. Zu seinem Glück erfährt er die Wertschätzung seiner Kunst wie viele andere nicht erst postmortem, gemeinsam mit dem Höllenfürst in 4:3 und Monosound. Und auch wenn die 90er nicht seine stärksten Projekte hervorbrachten, so blicken wir doch auf über 20 Jahre Film zurück, die von einem kettenrauchenden Hippie-Rebellen aus Kentucky maßgeblich geprägt wurden. Vielleicht hatte er am Ende einfach alles gesagt, was es zu sagen gab. Vielleicht ist er zu dem geworden, gegen das er rebellierte, oder er wurde müde vom Gegenwendeschrei. Heute erlebt er einen zweiten Frühling. Gemeinsam mit seinem Sohn steht er auf den Bühnen der Welt und spielt für eingefleischte Carpenter-Fans, wie ich einer bin, live den Soundtrack seines, ihres, meines Lebens.